Breed, B1, Homecoming, Bread Designs Limited, all Red Scissors und so. Also gut, wo ich es ja vorhin immer leiser gemacht habe. Warte, das ist der falsche Anfang. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Breed. Ja, ich nehme den Anfang gerade nach dem ersten Part auf, weil mir aufgefallen ist, dass im ersten Part die Ansage fehlt, dass es jetzt ein Let's Play Breed gibt. Und da werde ich die einfach davor schneiden. Und im ersten Part ist mir dann auch aufgefallen, Ton wenig zu leise, aber man kann es ja noch verstehen. Aber ich drehe es ja im Laufe der Zeit ein bisschen runter. Dann drehe ich es jetzt ein bisschen auf, damit ihr es hören könnt. Man hat es ja noch so gerade verstanden am Anfang, was er gesagt hat. Und in der Wichtigkeitsstufe hält sich das dann auch bis zum Schluss. Also gut. Let's Play Breed, ja, so heißt dieser Commander. Jetzt muss ich natürlich erstmal die Aufnahme abbrechen, damit ich das auch vorschneiden kann und nicht das Ganze die Aufnahme zerschnitten muss und alles. Ach, ist egal. Wir sehen uns gleich. Nein, wir sehen uns. Ja, doch, wir sehen uns gleich. Jetzt müsstet ihr aber deutlich mehr hören als lediglich meine Stimme. Ja. Die Breed. Ich habe das schon mal vor langer Zeit versucht zu Let's Playen, aber da hat das mit der Aufnahme nicht richtig funktioniert. Wir machen natürlich ein neues Spiel. Wir nennen uns jetzt Let's Play Breed natürlich. Let's Breed. Ein toller Name für einen Commander. Und Mittel, ja, wir lassen es auf Mittel. Wir sehen hier im Hintergrund die Soldaten ins Schiff marschieren. Schön im Gleichschritt. Das Schiff schließt sich und startet. So, Missionsauswahl. Wir könnten Training machen, aber das Training so oft gemacht, werden irgendwann langweilig. Und ich glaube, die Ladezeiten brauche ich gar nicht rausschneiden. USC Darwin. Im Erdorbit. 7 Uhr. Starterlauben ist erteilt. Haha, da hat sich mein E-Mail-Programm gemeldet. Mal nachgucken. Die Aufnahme läuft ja weiter. Aufgepasst, Leute. Diese Mission sollte einfach sein. Findet das Backup der taktischen Daten in unserer ehemaligen Basis Fort Delta. Geheimdienstberichte weisen darauf hin, dass die Originale während des Angriffs vernichtet wurden. Die Backups befinden sich irgendwo auf der Insel. Weiteren Berichten zufolge sind die Breach stark in der Überzahl. Aber wir haben das Element der Überraschung auf unserer Seite. Ja, haben wir. Da gehen wir auch schon rein in den Planeten. Aber das ist keine Cutscene, daher darf ich dazwischen labern. Ich vorstellen, deine Gruppe. Scharfschütze. Soldat. Waffenspezialist. Ja, daher darf ich reinlabern. Wurde mir von jemandem gesagt. Die Übergang und die Radars, bevor diese Zinnköpfe die Zeit finden, um das Landungsschiff zu scannen. Wir wollen unseren Vorteil doch nicht verlieren. Da manche Stimmen gesagt haben, ja, laber nicht dazwischen, während eine Cutscene läuft. Aber das war ja jetzt keine Cutscene, sondern lediglich eine Semi-Cutscene. Ja, genau. Nein, also Cutscene gibt es in diesem Spiel eigentlich gar nicht wirklich. Weil das hat keine extra gerenderten. Soldat, Sie haben ihr Frühwarnsystem verloren und wir können Ruhe aufsetzen. Hat keine extra gerenderten Sachen und so. Ja, man hätte jetzt noch die ganze Zeit Zeit gehabt, das Ding zu beschießen. Also. Geh du mal daran. So. Jetzt sind die Leute da dran. Das hat einen Vorteil. Geh zum Kontrollraum der Radarschüssel und finde das Backup. Halte dich in Richtung Wegpunkt, der auf deinem HUD angezeigt wird. Das hat den Vorteil, dass wir gleich landen werden und dort werden Feinde auf uns warten. Ich könnte jetzt auch hier schon rausspringen, aber das ist eher nachteilhaft, da unsere Leute nicht schwimmen können und unter Wasser nun mal der Mensch atmet dort eher schlechter als in der Luft. Als Flugzeug, also als Pilot kann ich nicht, das kann ich erst in späteren Missionen.
Ah, jetzt hat sich's geöffnet. Aber jetzt kann ich es auch wieder schließen und wieder öffnen und wieder schließen und wieder öffnen. Und jetzt ballert er los. Und ich könnte eigentlich genauso gut schießen, aber er kann es ja auch. Das können die immerhin ballern. Yeah, geile Mucke. Ja, jetzt haben sie automatisch verlassen. Ich habe jetzt mit Absicht den Sniper gewählt. Gruppe, bewegt euch zu Wegpunkt 1 und sichert die Umgebung. Die Kanone, die der trägt, heißt nicht umsonst Schurke. Bisschen laut. So, ich glaube, die Lautstärke ist besser. Wie macht man mal nochmal das Hut in der Mitte weg? Nein, das war der falsche Knopf. So. Ja. Schurkill heißt es, weil es Breed immer mit einem Schuss tötet. Und es gibt so einige Stellen, an denen man einen Breed besser töten sollte. Zum Beispiel diese Artilleriestellung dort. Ja, da bin ich schon meisterlich da drin, die außen auszuschalten. Boah, ich kann sogar im Schwarzen snipern, also... Ich hab den abused praktisch, den Sniper. Der hatte bei mir zwar immer Munition, aber auch nur, weil ich ihm sämtliche Munition gegeben habe, die es so im Spiel zu finden gab. Das Sniper Rifle ist einfach die beste Waffe, um sicher voranzukommen. Zumal kann jeder noch eine Zweitwaffe tragen und dann kann er auch einen Raketenwerfer mit sich führen, wenn nötig. Aber das Assault Rifle ist ja eigentlich top. Die kann ich leider nicht benutzen, diese Panzer. Noch ein Vorteil vom Assault Rifle, 5 oder 6 Schüsse und so, und das Ding ist platt. Den haben wir ausgeschaltet. Da vor uns ist noch einer. Ja, da sehe ich sie doch. Getroffen. Da ist das Dropship. Die spawnen nicht. Nein, das Ding fliegt jetzt wirklich zurück zum... nee, es fliegt eigentlich nicht zurück. Es kreist hier weiter. Aber es würde, wenn es weggehen solle, dann würde es zurück zur USC Darwin fliegen, die im Übrigen momentan auch existiert. Wir könnten jetzt, wenn es im Spiel nicht verhindert worden wäre, zur USC Darwin zurückkehren und dort, und dort uns bewegen. Das macht aber in zwei Punkten keinen Sinn. Erstens, weil die USC Darwin nicht zu Ende programmiert ist und zweitens, weil wir das nicht können. So, Guided Rockets. Na los, treff. Truppenführer, hier spricht David Control. Wir haben in der Nähe Ihrer Position ein Notsignal empfangen. Überprüfen Sie die Situation vor Ort. Geben Sie uns schnellstmöglich einen Lagebericht. Folge dem neuen Wegpunkt auf deinem Hafen. Na los, Rakete, treff. Also, so der Schmieder ab. Den anderen werde ich wohl nicht bekommen. Boah, die Musik ist aber laut. Audioeinstellung. Musiklautstärke. Ja, man sieht, alles runtergedreht. Ich drehe einfach den Rest hoch. Besser mal nicht. So. Ja. Ach, ist jetzt auch egal, das muss man gar nicht, den muss man eigentlich nicht abschießen, das ist völlig egal. Aber hier, Schurkel L220, ja, und ich nehme ein HD auf. Eigentlich kann man dieses Programm kann man locker in HD aufnehmen. Auch in HD, also im noch besseren HD. Nicht 720, sondern 1080 meine ich. Daran könnte man es auch aufnehmen, aber das kann mein Bildschirm nicht anzeigen und dann würde ich das verzerrt auf dem Bildschirm sehen. Ansonsten wäre das wirklich kein Problem, aber 720 reicht ja auch völlig aus. Ich meine, was verliert man hier? Können wir noch in 480 aufnehmen, also man verliert nichts. Die Quelle scheint sich in der Nähe deiner momentanen Position zu befinden. Finde sie, Soldat.
So, du hast eine Waffe, die ich hier brauche. Gebrauchen kann. Enge Räume und so. Und stets. Wir haben die Quelle des Signals erreicht. Keine Überlebenden. Ich wiederhole, keine Überlebenden. Sie lauten ihre Befehle. Verstanden. Kehren Sie zu Ihrem ursprünglichen Ziel zurück, Soldat. Aktualisieren Ihren Wegpunkt. Darwin, Ende. Red auf 6 Uhr. So, die Munition mitgenommen. Wie gesagt, alles für den Sniper. Breed auf 6 Uhr. Ja, wo denn? Ach, da. Hui. Im Tutorial lernt man eigentlich nur, wie man die Breed umlegt. 3 Schüsse auf den Körper, 1 Schuss in den Kopf und so. So, locker flockig ausgeschaltet. Und jetzt gehen wir hier durch. Hier noch einen kleinen Tick leiser. Unsere Leben verhalten sich so, wenn sie über 50 sind, glaube ich, oder über 70 sind, regenerieren sie sich auf 90 hoch. Wenn sie unter 30 oder unter 25 fallen, dann sinken sie auf 0, langsam. Und wenn sie über 100 sind, dann sinken sie runter auf 100. Sozusagen Selbstheilungssystem, allerdings in etwas realistischerer Form, weil ich fand es immer total unlogisch in den Spielen. Ja, man hatte noch ein Leben und hatte damit trotzdem noch ewig lange überlebt, selbst wenn man bereits 9 Millionen Schaden gefressen hat oder sowas. Und ja, hier verblutest du dann einfach. Allerdings hatte ich das erst beim letzten Mal durchspielen, in einer Mission, nur noch 7 Leben, keine Feinde mehr auf der Map, also ziemlich sicher, dass ich die Mission noch schaffen könnte, wenn ich nur schnell genug bin. Und ich war zum Glück schnell genug und hatte am Ende noch 3 Leben übrig, also, das war sehr knapp. So, da oben ist jetzt keiner. Welcher menschliche Abschaum denn? Oben war einer. Ja, es gibt natürlich noch mehr Breeds außer dieser möchte gern Rambos mit ihrer Waffe, die ich kann es ja mal zeigen. 999 Schuss im Magazin hat und so präzise ist wie ein Zahnstocher bei Windstärke 12. Also viel Glück. Natürlich Gegenwind. Diese Waffen sind so präzise, wie wenn du Rückenwind hast. Ja, wir können oben aufschließen lassen, ausschwärmen lassen. Ausschwärmen bringt es natürlich, wenn man unter Artilleriebeschuss steht. Wir können sie halten lassen, zu uns aufrücken lassen können, also das Gegenteil von halten. Dann mit F5 Waffe verbieten erlauben, also Feuererlaubnis, Feuer einstellen und so. Das ist, wenn man einfach nicht entdeckt werden möchte, weil die Typen entdecken einen auch nur, wenn man auf sich... Oh, verdammt. Also man sieht, ohne Sniper könnte das echt hart werden, den da hinten zu treffen. Habe ich bisher noch nicht geschafft mit dieser Waffe. Also dafür streut sie dann doch zu sehr. Hey, komm schon, stirb. Ich könnte ja auch zu dem Panzer da unten gehen und damit den hier den Flieger ausschalten, weil da sind auch noch 2 Guided Rockets drin. Aber pff, unnötig. Ja, jetzt, ich bin alleine, die bleiben dort stehen. Ja, die können explodieren. Sieht nicht so bombig aus, macht aber doch schon ganz schön Schaden. Und jetzt fahren wir hier hoch. In der Ecke, Soldat, Vorsicht, hier wimmelt es von Scattern. Scatter sind diese kleinen Teile. Komischerweise haben die Breed nur eine einzige Stimme. Wegpunkt erreicht. Alle Breeds haben die gleiche und die Menschen haben auch meistens die gleiche. Die haben nicht so viele Sprecher gefunden.
aus den Piraten befinden sich im obersten Turm. Ja, welcher das wohl ist? Die Umgebung um die Radarbasis ist jetzt gesichert. Ich zeige gerade mit dem Finger auf dem Bildschirm, welcher das ist, und daher könnt ihr das jetzt sehr gut sehen. Der ist es, den man da sieht. Okay, weiter zur nächsten Mission. Ich mache kurz mal eine Tonsicherung. Einfach mal so aus Spaß.